Ich kämpfe für eine bessere Zukunft meiner Heimatstadt Chiatura, für eine geschützte Umwelt und für eine Lebensumgebung, die für die Gesundheit der Menschen unschädlich ist. Wenn die Menschen die Geschichte kennen, werden sie vielleicht aus dieser Geschichte lernen und in der Lage sein, die Welt umfassender zu betrachten und alles zu sehen, was man sehen muss, um sich weiterzuentwickeln. Ich versuche, diese Tür zu öffnen. Bei mir funktioniert es nicht. Könnten Sie drücken, um zu öffnen? Nein, nein, nicht mit dem Fuß. Versuchen Sie es zu öffnen, indem Sie drücken. Hier, ist es offen? Danke. Als ich das Denkmal zum ersten Mal betrat, hatte ich den Eindruck, dass sich die Zeit um das Denkmal dreht, um alle Geschichten, die ich hörte, die Menschen, die ich traf. All diese Geschichten sah ich vor meinen Augen. Sprechen Sie Russisch? Russisch. Wart ihr in der Nähe spazieren? Ja? Und zufällig reingekommen? Wissen Sie, was das für ein Ort ist? Das würden wir gerne wissen. Hier ist immer zugeschlossen und niemand kommt hierher. Deshalb kämpfen wir, ich und meine Freunde und meine Mitstreiter dafür, dass das Denkmal immer geöffnet ist. Fast 12.000 Familien aus Armenien, Sowjetarmenien wurden nach Sibirien geschickt und viele von ihnen kehrten nie zurück. Diesen Menschen ist dieses Denkmal gewidmet. Als Nane 19 ist, hilft sie ihrem Vater, einem Filmemacher, bei der Übersetzung einer Dokumentarserie. Darin berichten viele Menschen von ihren Geschichten während des stalinistischen Terrors der 30er und 40er Jahre. In dieser Zeit wurden Menschen aus politischen Gründen oder oft willkürlich aufgrund von Denunziationen nach Sibirien in die Arbeitslager deportiert. Später darf Nane selbst Interviews führen. Dabei spricht Nane mit Hazel, die als Kind erlebt hat, wie ihr Vater deportiert wurde. Die ältere Dame sucht bis heute nach dem Grund für die Deportation ihres Vaters in den 40er Jahren. Nane ist berührt von ihrem Schicksal. Für sie ist klar, es gibt eine alternative Geschichte zu der, die sie aus den offiziellen Lehrbüchern kennt. Und die will sie finden. Sie geht in die armenische Nationalbibliothek und durchstöbert die sowjetischen Zeitungen der damaligen Zeit. Aber erst im Nationalarchiv findet sie eine Spur. Am 14. Juni 1949 wurde Hazels Vater von der sowjetischen Geheimpolizei als einer von 12.000 Menschen deportiert. Der Nachbar hatte ihn als Vaterlandsverräter denunziert. Die Geschichte lässt Nane nicht mehr los. Die Manganerzvorkommen von Chiatura gehören zu den bedeutendsten Manganreserven der Welt. Mangan wird in vielen verschiedenen Bereichen verwendet, auch in der Militärindustrie, und ist sehr wertvoll. Ich hatte in meiner Kindheit Glück, dass die Luft und auch der Fluss nicht so verschmutzt waren. Ich erinnere mich, dass der Fluss Quirila sauber war. Ich erinnere mich genau an die Orte. Wo früher Spielplätze und Fußballplätze waren, sind heute Gruben. Dort gibt es überhaupt nichts mehr. Nodar kehrt nach seinem Jurastudium in Tiflis zurück in seine Heimatstadt. Dort soll er als Referent des Bürgermeisters arbeiten. Inzwischen hat auch das Mangan-Bergwerk neue Besitzer. Sie kümmern sich nicht um die Umwelt, sondern nur um ihren Gewinn.
Weil das Werk, das Manganerz direkt mit dem Flusswasser wäscht, ist die Umwelt schwer beschädigt. Der Fluss ist schwarz gefärbt. Menschen werden krank. In Chiatura herrscht Hilflosigkeit. Auch Nodar fühlt sich machtlos in seiner Position bei der Stadtverwaltung. Das Sagen in Chiatura hat Georgian Magnesium, das Manganabbau betreibt. Die Politiker in der Hauptstadt sind daran interessiert, dass dieses Unternehmen die Staatskasse füllt. Nodar bemerkt, wie viel schwarzes Geld aus Chiatura fließt. Der Lokalverwaltung von Chiatura fehlt die Macht, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen. Nur unabhängige Organisationen können offen sprechen und sind damit ein großes Problem für die Regierung. Weil Nodar merkt, dass er in der Stadtverwaltung nichts bewirken kann, wird er zum unabhängigen Aktivisten. Er möchte die Umwelt der Stadt verbessern. Und er möchte, dass das Geld nicht nur an das Mangan-Unternehmen geht, sondern auch an die Menschen in Chiatura. Der Öko-Club ist eine freie Plattform für junge Menschen, damit sie mehr über die Umwelt erfahren. Jeder junge Mensch, der sich für Umweltschutz engagiert, ist sehr wichtig. Ich zum Beispiel habe mein Heimatdorf, wo seit eh und je die Familie Chachanice gewohnt hat, verloren. Es ist sehr hart für mich, dort kein Zuhause mehr zu haben. Hebt wie ich eure Hand, wenn es in eurem Dorf Umweltprobleme gibt. Ihr seht, wir sind viele, wir sind wirklich viele. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr selbst ein paar Worte, warum ihr Mitglied im Öko-Club sein möchtet. Irgendjemand vielleicht bitte? Lizzie? Wir wissen sehr gut, was in den Dörfern passiert und es ist nicht normal. Das heißt, es ist nicht in Ordnung. Ich bin im Öko-Club, um zumindest einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass die nächste Generation nicht in solchen Lebensverhältnissen leben muss, in denen ich gelebt habe. Jetzt sind die Zufahrtsstraßen zu den Dörfern gesperrt, Häuser stürzen ein und Menschen haben Angst, in den Häusern, die noch nicht eingestürzt sind, ins Bett zu gehen. An vielen Orten ist das Wasser verseucht, die Luft verschmutzt, der Boden ist degradiert. Also Boden, Luft und Wasser. Also wirklich das, was Gott uns gab, hat man uns in Chiatura genommen. Mein Vater hatte auch Krebs. Er ist vor 2 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Und ich möchte nicht, dass Menschen einfach so Familienangehörige verlieren, nur weil einige einfach reich werden wollen. Hallo, guten Tag. Habe ich die Stadtverwaltung Jerewan angerufen? Gibt es bei der Stadtverwaltung eine zuständige Stelle, einen Ausschuss oder eine Abteilung? Aber sagen Sie nicht, es sei das Komitee für Denkmalschutz, denn ich habe dort schon angerufen. Und Sie haben mir gesagt, dass dieses Denkmal nicht in der Denkmälerliste enthalten ist. Deshalb weiß ich nicht mehr weiter. Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit diesem Thema. Ich schreibe ständig. Ich rufe Sie an, damit Sie das Denkmal reinigen. Um es ganz klar auszusprechen, ich gebe mir viel Mühe, damit Sie kommen und das Denkmal reinigen. Wir, meine Freunde und ich, haben das Denkmal sogar schon mit unseren eigenen Mitteln gereinigt. Aber dort liegt der Staub von Jahrzehnten, den kriegt man nicht einfach so weg. Und irgendwo verstehe ich auch, dass niemand dieses Denkmal braucht. Niemand ist daran interessiert. Wie viele Häuser sind insgesamt eingestürzt? Derzeit betrifft es etwa 16 Familien. Hier ist also Folgendes los. Am Ende vom Dorf Shukruti sind Stollen. Sie wollen sie bis hierhin verlängern. Sollte ein Stollen unter dem Dorf Ichwisi angelegt werden? 14. 14 Stollen wollen sie anlegen. Sie wollen einen Kreis um das ganze Dorf ziehen. Ichwisi ist eines der größten Dörfer, nicht wahr? Kreiti, Ichwisi und Sodi sind die größten Dörfer im Kreis Chiatura. Und das bedeutet, sie zerstören diese Dörfer, nicht wahr? Ja, so ist es tatsächlich. Kurz gesagt, so ist die Lage. Komm.
Diese Treppen gehören zu dem Haus, das hier stand? Ja. Ja. Es war ein zweistöckiges Haus. Hier stand ein großes Haus und dieser Erdrutsch brachte es zum Einsturz. Es ist eingestürzt? Ja, Einsturz, Erdrutsch und Einsturz. Alles wird durcheinander gebracht. Nun, das war falsch. Die Regierung wollte, dass sie es Erdrutsch nennen. Und in Wirklichkeit war das Unternehmen und die Mangangrube die Ursache dafür. Das liegt an der Grube. Ich selbst arbeite bei der Georgian Manganese Holding. Ich weiß. Ich weiß alles, kenne die Orte, wo bereits Mangan abgebaut wird. Ich weiß genau, was dort los ist. Aber weißt du, die Menschen wollen trotzdem nicht weg. Ja, ich könnte auch in der Stadt wohnen, aber wenn ich zum Beispiel Vieh habe, dann muss ich trotzdem hierher kommen. Und mir ist es immer noch lieber, hier zu sein. Deshalb sage ich das. Hier ist Inver. Er schläft hier. Ich verstehe. Herr Inver? Er wird nicht zu Hause sein. Ist er nicht, sonst hätte er uns begrüßt. Ja, hätte er. Wohnt er hier? Ja, er übernachtet hier. Er hält es in der Stadt einfach nicht aus. Was soll er machen? Ich kann mir vorstellen, was dieser Mann durchmachte, als der Traktor hier alles platt gemacht hat. Er wurde verrückt. Er hat geweint. Er ist 1000 Tode gestorben. Wir Nachbarn unterstützen ihn, aber... Hat er wenigstens eine Entschädigung bekommen? Nein. Er auch nicht? Nein. Schau, es gibt nicht einmal eine Treppe. Übernachten Sie hier? Was werden Sie im Winter machen? So wie er es jetzt macht, so wird er es auch im Winter machen. Hilfe, Entschädigung, Geld, irgendetwas. Hat man Ihnen nichts angeboten? Sie haben mir nichts gegeben. Nichts gegeben? Er hat allen geholfen. Aber sehen Sie selbst, wie es ihm ergeht. Er hat Kinder, er hat Enkelkinder und alles, aber nichts gegeben. Und ich tue, was ich kann, und ich weiß es einfach nicht. Es ist so bitter, an diesen Themen zu arbeiten, darüber zu sprechen, wenn man das sieht. Es ist schon sehr hart. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, welche Hoffnung ich Ihnen geben kann. Diese Leute übernehmen keine Verantwortung. Die Häuser, die wir hier gesehen haben, selbst die, die am stärksten zerstört sind, dafür bekamen sie keinen Cent. Ich denke, das liegt daran, dass dieses Thema heute nicht auf der Tagesordnung der Regierung steht und dass es für die Regierung nicht wichtig ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, die sehr direkt mit unserer Gegenwart zusammenhängt. Denn ich wurde in einem Land geboren, in dem es Krieg gab. Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem es Krieg gab. Und ich lebe immer noch in einem Land, in dem es Krieg gibt. Am oberen Ende des Treppendenkmals steht ein weiteres Mahnmal, das an die Deportation unter Stalin erinnert. 2023 beobachtet Nane dort, im Zentrum Erevans, die vielen Besucher. Das große Treppendenkmal wird von der armenischen Bevölkerung vor allem mit dem türkischen Völkermord während des Ersten Weltkriegs assoziiert. Aber kaum jemand scheint zu wissen, dass der obere Teil den Deportierten unter Stalin gewidmet ist. Das wird Nane klar, als sie dort die Menschen beobachtet. Als Nane in das Denkmal will, merkt sie, die Türen sind verschlossen. Selbst von den staatlichen Stellen wird das Denkmal nicht beachtet. Nane fragt überall nach, bis ihr einer der Wächter des großen Treppendenkmals sagt, sie solle die Tür einfach aufbrechen. Das machen sie dann auch gemeinsam. Im Inneren ist alles voll mit Müll. Eigenhändig reinigt Nane das Denkmal. Sie ist überzeugt, dass das Verständnis der Vergangenheit eine wesentliche Voraussetzung für eine freie und friedliche Zukunft ist. Vardan Harutyunyan ist ein sehr berühmter Journalist in Armenien sowie ein politischer Dissident und politischer Gefangener während der Sowjetjahre. Bei diesem Thema stößt man ständig auf Hindernisse. Kürzlich habe ich versucht herauszufinden, wer für das Denkmal für die während der Sowjetzeit Verfolgten zuständig ist, zu welchem staatlichen Organ es gehört, damit die Stadtverwaltung dort Reinigungsarbeiten durchführen kann.
Und ich wollte auch wissen, wer der Ansprechpartner ist, der direkt kontaktiert werden kann. Ich konnte die Verantwortlichen aber trotzdem nicht finden. Der Grund dafür ist, dass Armenien die ganzen Jahre, seit den 90ern, unter dem starken Einfluss Russlands stand. Georgien und andere Länder befanden sich auch im Einflussbereich Russlands. Aber sie haben sich langsam diesem Einfluss entzogen und versuchten, ihre Vergangenheit neu zu bewerten. In den 60er Jahren begannen in Armenien Uneinigkeit und der Kampf um die Unabhängigkeit, und die Nationale Einheitspartei wurde 1966 auf Initiative von Haykazin Khachatryan gegründet, der leider nicht mehr lebt. Und dann wurde ich 1980 aufgrund meiner Aktivitäten verhaftet, eingesperrt und zu 8 Jahren Haft und Verbannung verurteilt. Ich saß in einem Internierungslager im Ural und war dann im Exil in Magadan. So viel ist passiert. Ich suche ständig nach neuen Wegen, neue Möglichkeiten zu finden, dieses Thema endlich stärker auf die Tagesordnung zu setzen und den Staat darauf aufmerksam zu machen. Dieses Thema kann auf die Tagesordnung gesetzt werden. Heute gibt es eine Gelegenheit. Auch gestern gab es diese Gelegenheit. Auch vorgestern bot sich diese Gelegenheit. Seit den 90er Jahren hat unsere Gesellschaft diese Chance, die Zivilgesellschaft hat sie, aber sie hat sie nicht genutzt. Dies kann über die Presse erfolgen. Wenn die Presse viel darüber spricht, werden sich der Staat, einzelne Vertreter, auch aus Geltungsdrang damit befassen, weil es wichtig ist. Sie werden sehen, dass dieses Thema wichtig ist. Geht es Ihnen gut? Ich liebe dich sehr. Danke, mein Lieber. Dein Großvater, dein Vater, ich liebe euch alle. Danke, mein Lieber. Ich denke, dass meine Familie und Chiatura sehr eng miteinander verbunden sind. Und was ich tue, ist meiner Meinung nach die Fortsetzung einer Tradition, sozusagen unserer Familientradition. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Es geht so. Mir geht es gut. Nodars erste Erinnerungen sind mit dem Krieg verbunden. Denn in den ersten Jahren der Unabhängigkeit zwischen 1991 und 1993 gibt es in Georgien gleich 3 Kriege. 2 gegen Russland und ein Bürgerkrieg in der Hauptstadt. Auch Nodars Vater muss in den Krieg ziehen, da ist der Sohn gerade geboren. Durch die Konflikte bricht die Wirtschaft im ganzen Land zusammen. Auch in Chiatura. Es herrscht Chaos, Kriminalität und Verzweiflung. Die Manganbergwerke werden geschlossen, die Bergarbeiter arbeitslos. In diesen Jahren verlassen viele Chiatura. Von den 90er Jahren bis heute halbiert sich die Einwohnerzahl. Als Nodars Vater aus dem Krieg zurückkommt, hat er die Militäruniform an und eine Kalaschnikow dabei. Nodar ist da 3 Jahre alt. Alle sind erleichtert, dass sein Vater lebend zurückgekommen ist. Für Nodar ist es eine der ersten Erinnerungen. An seine Kindheit in Chiatura denkt er trotz allem gern zurück. Wie geht es dir? Was machst du? Diese Kommentare zu lesen ist so schrecklich. Das sind alles Bots und Trolle. Sie werden dafür bezahlt, schreckliche Dinge zu schreiben und Leute zu beleidigen und zu beschimpfen. Und ich rate dir, sie nicht zu lesen. Besonders wenn etwas über mich da steht, wird es dich belasten. Und ja. Außerdem ist mein Zuckerwert auf 40 gestiegen, 40 Tage nach dem Tod meiner Mutter, als du an den Protesten vom 8. März teilgenommen hast. Ich habe geweint und auf den Fernseher gestarrt und Gott sei Dank bist du wenigstens ans Telefon gegangen. Als sie dann anfingen, unsere Demo gewaltsam aufzulösen. Ja genau, als du so heiser warst, dass du die Stimme fast verloren hast und du dich im Theaterinstitut versteckt hast, als ich dich nicht mehr erreicht habe. Wir sind ins Theaterinstitut, als sie das Tränengas einsetzten. Es ist ein Kampf und ich muss bis zum Ende bleiben. Ich verstehe genau, dass Menschen wie ich in diesem Kampf gebraucht werden.
Willst du nach wie vor allein kämpfen? Nein, nein, ich reise ja viel durch Georgien, um viele interessante Menschen zu finden, die das machen, was ich in Chiatura gemacht habe. Solche Menschen suche ich in jeder Stadt. Menschen, die Dinge verändern wollen, die ihre Städte wirklich lieben und in ihre eigenen Städte zurückkehren möchten und die Bedingungen dafür schaffen wollen. Es fuhren mindestens 10 Polizeiautos, Pickups und Pkw auf und ab. Akaki Tseretelje sagte uns, auf der Suche nach Freiheit zu sterben, ist besser als versklavt in Amt und Würden zu sein. Die derzeitige Regierung bietet uns das genaue Gegenteil dieser Worte an. Alles aufzugeben für einen unbekannten Vorteil, der... Was? Wie viele Streifenwagen sind unterwegs? Ich verfluche sie. Hallo, darf ich Sie kurz stören? Wir machen eine Sendung über Stadt Chere. Unsere Sendung heißt Die Stimme der Region. Der Auftrag dieser Sendung besteht darin, so wahrhaftig wie möglich über jede Stadt und Region zu berichten und Aktivisten und Organisationen in verschiedenen Regionen und Städten so weit wie möglich zu unterstützen. Mein Vater ist mein engster Freund, mit dem ich mich mehrmals pro Woche treffe, um verschiedene Themen zu besprechen und mir seine Meinung einzuholen. Ich denke, dass dieses Denkmal vergessen wird. Es wird geschlossen bleiben. Und diese Menschen, die es irgendwie gepflegt haben, du hast es bereits gesagt, das sind alte Menschen. Gott bewahre, sie scheiden langsam aus dem Leben. Sie werden vergessen. Dabei scheint mir das wirklich eine wichtige Sache in unserer Geschichte, in unserer jüngeren Geschichte. Also kümmere dich darum. Kümmere dich. Was bringt uns das? Ich weiß nicht. Ab und zu denke ich mir, ja, wir haben es geschafft, die Leute haben davon erfahren, aber was wird das ändern? Erinnerung, Erinnerung. Und wenn Menschen diese Erinnerung haben, werden sie ihre Denkweise dementsprechend verändern. Aber ganz generell weiß ich nicht, vielleicht sollte dieses Thema stärker angesprochen werden. Ja, gut. Mach etwas. Zieh los, mach dich an die Arbeit. Du machst da eine sehr gute Sache. Wir werden dich auf jede erdenkliche Weise unterstützen. Hallo. Sprechen Sie Englisch? Englisch? Ein wenig. Wissen Sie, wofür dieses Denkmal steht? Haben Sie davon gehört oder nur gesehen, dass es geöffnet ist und sind deshalb reingegangen? Kann ich auf Russisch antworten? Ja. Ich habe gerade auf der Karte gesehen, dass es hier ein Denkmal gibt und ich dachte, es sei geschlossen. Dann sah ich, dass Sie hier reingekommen sind und beschloss, einen Blick darauf zu werfen. Was stand auf der Karte? Genozid ist wahrscheinlich ein anderes. Hier, für die Opfer politischer Unterdrückung. Ich habe schon immer zu diesem Thema recherchiert und war daran interessiert. Und ich habe noch nie gesehen, dass jemand an diesem Denkmal Interesse hatte. Deswegen habe ich Sie angesprochen und gefragt, ob Sie etwas darüber wissen. Ich verstehe nicht, was dort steht. Dort ist eine Aufschrift, dass dieses Denkmal all den Opfern von politischer Unterdrückung gewidmet ist. Politische Repressionen zu Zeiten der Sowjets. Das gesamte Denkmal ist ihren Seelen und diesen Menschen gewidmet. Ich liebe dich. Meine größte Liebe sind meine Frau Nini und meine Stadt Chiatura. Und es macht mich sehr glücklich, dass Nini bereit ist, mit mir in meiner Heimatstadt zu leben. Nini ist Umweltschützerin. Sie macht das beruflich und sie ist sehr gut darin und gibt mir oft sehr wichtige Ratschläge.
Dieser Felsen heißt Zaschewartno, Falkenstein, Wohnsitz von Falken, und er überblickt die ganze Stadt. Dort, wo die Flagge weht, hat mein Großvater das berühmteste Gedicht über Chiatura geschrieben. Durch dieses Gedicht habe ich mich in dich verliebt und ursprünglich dachte ich, dass du es geschrieben hattest. Die Dämmerung senkt sich über Zaschewartno. Ich blicke auf die Stadt, in der Geschichten leben. Ruhe sanft, du Stadt, vom Tag geplagt. Gott möge deinen heiligen Namen segnen. Quirila strömt mit kraftvollem Toben, die Wellen brechen am Ufer sich Bahn. Jeden Schurken werde ich töten, der Dunkles über dich zu sprechen wagt. In Gedanken bin ich überall gewandert. Ich bin durch die ganze Welt gereist. Doch nur bei deinem Namen kann ich schwören. Du, Chiatura, Imiretiens Stern, teuer wie das Mutterherz, in Liebe auserkoren. So ein Gedicht. Ah!